oben gelesen habt, ist das Aufgebrauch-Video für euch fällig und red mal gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wie immer greife ich einfach wild rein. Hier habe ich mir bei Lebensmittel-Sonderposten eine Handseife, eine antibakterielle bestellt. Die ist aus den Niederlanden und Leute, die hat so gut gerochen. Also die kann ich euch absolut empfehlen. Dann habe ich heute noch aufgebraucht ein Body Peeling, und zwar ein Creme Peeling von Isana Lovely Coco. Ja, das war okay, würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil es nichts Besonderes, aber ich fliege Dienstag, von Dienstag auf Mittwochnacht fliege ich in die Türkei, und deswegen, ja, habe ich gedacht, tue ich meine Haut heute früh noch schön peelen. Dann ist leer gegangen ein Badezusatz von Litamin. Ein Duftöl, Pflegeschaumbad mit Pflaumenextrakt, fand ich auch ganz gut, würde ich mir aber jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil es nicht so absolute Favorite für mich. Dann ist leer gegangen das hier, und zwar von Isana Badeperlen, die heißen Butterfly. Zauberhafte Badeperlen mit floralem Duft und Extrakt aus weißem Tee. Wer blumige Düfte mag, würde es lieben. Mir war es zu blumig und ich würde es mir deswegen nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich auch gestern in der Badewanne einmal Augenpads drauf gemacht. Die haben nicht gebrannt, habe ich gut vertragen, und somit, ja, kann ich dir euch empfehlen. Würde ich mir jetzt aber auch nicht nochmal nachkaufen. So super gut fand ich sie nicht. Dann wollte ich euch empfehlen das hier. Und zwar, das habe ich geschenkt bekommen, weil von meiner Mama ihre Nachbarin die Katze eingeschläfert wurde, der dieses Futter gehabt. Und Leute, meine Pubi, ihr wisst ja, die spuckt immer so viel. Also die hat chronische Gastritis und Strophitsteine im Urin. Und ja, mit ihr ist immer ein bisschen schwierig. Und dieses Futter verträgt sie super gut. Das habe ich jetzt in verschiedenen Varianten nachbestellt. Also das hier ist ein Riesenpack, das sind 5 Kilo. Ich habe jetzt mal die 1,5 Kilo bestellt. Urinary Care und für den Darm und für die Zähne, ganz verschiedene. Und ja, die kann ich euch absolut empfehlen von dieser Marke Hills. Also das ist ganz tolles Futter und deswegen wollte ich es euch zeigen. Also wer auch eine Katze daheim hat mit einem empfindlichen Magen, der könnte das mal versuchen. Dann, ihr wisst ja, ich habe ja einen Schlauchmagen seit Mai. Und habe jetzt hier auch ein paar Essenssachen dabei. Ja, das ist für die Schlauchis, die mich hier verfolgen, vielleicht ganz interessant. Ups, da kommt gleich der Dreck raus. Ja, und zwar das hier sind vom Netto die Frühlingsrollen. Das sind die allerbesten, Leute. Die muss ich euch empfehlen. Deswegen, ja, probiert die mal. Also die sind wirklich lecker. Man, da esse ich natürlich ewig dran. Ich mache mir halt so 4 Stück vielleicht oder maximal 5. Und esse halt dann so viel, wie ich schaffe. Und den Rest esse ich halt dann ein andermal. Genau. Was ich mir auch gerne beim Netto mitnehme, ist dieser Proteinriegel, der Kokos, so eine Proteinbar, kann ich euch absolut empfehlen, mag ich super gerne. Und es ist so mein Süßigkeitenersatz geworden, weil mir die normalen Süßigkeiten eigentlich zu süß sind. Und wenn ich dann wirklich mal Lust habe, dann beiße ich ein paar Mal in so einen Riegel, das esse ich dann auf mehrere Male, ganz selten, dass ich die auf einmal schaffe. Und ja, dann bin ich da eigentlich happy mit. Dann hier noch mehr für meine Schlauchis. Da habe ich mir so einen Salami-Snack mitgenommen, Pute von Lidl. Das war so Salami mit Edelschimmel. Ja, kann ich absolut empfehlen, war echt lecker. Dann habe ich hier einen Eiskaffee Classic, habe ich mir für die Arbeit mitgenommen. Mir sind die oft leider zu süß, aber manchmal, ich habe halt auf der Arbeit nicht so eine tolle Kaffeemaschine wie hier zu Hause. Und dafür ist es dann ja, ganz praktisch. Dann ist leer gegangen mein allerliebster Weichspüler, und zwar, das ist ja dieser hier von Softlan. Die Duftrichtung Vanille und Orchidee, das ist einfach der allerbeste Weichspüler. Der und der blaue, aber den habt ihr schon so oft bei mir gesehen. Dann habe ich hier ein Waschmittel aufgebraucht, und zwar, das habe ich mir auch bei Lebensmittel-Sonderposten bestellt. Das hat super gut gerochen, kann ich euch empfehlen. Ja, hat nur 1,99 gekostet. Also ihr müsst einfach mal bei Lebensmittel-Sonderposten vorbeischauen. Da kriegt man für wenig Geld wirklich tolle Sachen. Dann habe ich mir beim Action wieder das hier mitgenommen und leer gemacht. Das ist dieser Textilerfrischer. Brauche ich hier immer zu Hause, liebe ich und habe ich auch schon oft nachgekauft. Da ist einfach die Preis-Leistung top. Dann, was ich mir auch gerne für die Arbeit jetzt mitnehme, ist das hier. Und zwar, das sind Reiswaffeln. Die bekommt ihr im Netto. Die sind mit Meersalz, kann man belegen oder kannst du so pur essen. Also ich liebe die, deswegen wollte ich sie euch empfehlen. Ja. Das hier habe ich auch mal mitgenommen, so als Duft, Lufterfrischer fürs Bad, Kokostraum, fand ich auch ganz gut, deswegen wollte ich es euch empfehlen. Dann ist leer gegangen mein bunter Pfeffer, den bekommt ihr beim Netto und den kaufe ich auch immer wieder nach. Ich liebe den, ich mag den lieber als normalen schwarzen Pfeffer.
Dann sind wir da leer gegangen, so Duftstecker. Die habe ich im ganzen Haus verteilt und kaufe mir die immer im. Ah, ich kann gerade meine Katze ärgern, weil da sich was spiegelt und der rennt gegen die Wand. Das ist ganz lustig. Stinky. Sorry. Auf jeden Fall, ja, kaufe ich die immer in der Tschechei, weil die dort einfach günstig sind. Und ja, genau, das habt ihr auch schon oft von mir gehört. Dann ist von Avon was leer gegangen und zwar das hier, ein Body Mist in Mango Bay. War okay, würde ich mir aber jetzt nicht nochmal nachkaufen, war jetzt nicht ganz so meine Duftrichtung. Aber an sich sind die Body Sprays von Avon wirklich gut. Wenn ihr Bock auf eine Online-Bestellung habt, mein Link ist in der Infobox, dann bestellt gerne über mich. Dann habe ich hier eine Fußfeile wieder ausgetauscht. Ich nehme jetzt die ältere mit in die Türkei, die bleibt dann dort. Und das ist die neue, genau. Und die kaufe ich eigentlich immer wieder nach. Die gibt es im Rossmann, genau. Gibt es aber überall beim Netto, glaube ich, auch. Und beim DM, überall. Aber ich nehme sie meistens komischerweise beim Rossmann mit. Was auch super gut ist, sind die Durhams. Und zwar diese hier. Die kaufe ich immer im Lidl. Ich liebe die über alles und kaufe die mir meistens nach. Mittlerweile schaffe ich es sogar mit meinen Schlauchmagen. Wenn ich halt langsam esse und es immer wieder mal beiseite lege, eine ganze auf einmal. Ja. Dann ist hier noch eine blaue Variante leer gegangen, sehe ich gerade. Dann ist hier eine Haarspülung leer gegangen von Balea. Die wollte ich mal ausprobieren. Die waren okay, sind aber teilweise fast zu pflegen für meine Haare. Und dann sind die immer relativ schnell wieder fettig. Aber der Duft, den fand ich ziemlich gut. Dann habe ich meine Haferflocken wieder aufgefüllt. Die brauche ich auch immer zu Hause. Kann man wirklich vielseitig verwenden. Ich habe die jetzt auch in diese Bratling-Mischung mit rein und habe mir dann so Burger gemacht. Super lecker, kann ich absolut empfehlen. Dann ist hier leer gegangen, eins meiner Lieblings-Duschgele, die es leider aktuell nicht mehr gibt. Das ist hier diese Sommerverliebt-Reihe von BB und das riecht so lecker nach Rhabarber. Ich liebe die, ich habe noch ganz viele Backups hier, Gott sei Dank. Dann ist der hier leer gegangen und zwar so ein WC-Reiniger. Ich fand den Duft mega gut, aber das von der Farbe her war das so hartnäckig, dass das mit einmal Spülen nicht weggegangen ist und man musste da immer nochmal nachwischen und das hat mich ein bisschen gestört. Deswegen würde ich mir den nicht nochmal nachholen. Dann habe ich mir hier von Jack Links mitgenommen, so ein Schinkensnack. Hat mir auch gut geschmeckt, hat halt viele Proteine, ne? Müsst ihr ja drauf achten mit Schlauchmagen, ihr wisst Bescheid. Dann habe ich mir für den Kühlschrank wieder so einen Duft nachgekauft, dass der Kühlschrank gut riecht. Kaufe ich mir auch regelmäßig. Dann habe ich mir beim Action habe ich wieder dieses Duschgel aufgebraucht, dieses Monoi. Das liebe ich und kann ich euch absolut empfehlen. Wenn man neu mag, wird es hier lieben. Also das ist richtig intensiv, wie die von Yves Rocher. Dann habe ich mir hier wieder bei Avon meine Lieblingslacke bestellt. Die kann ich euch auch absolut empfehlen. Das sind einige Farben auch aktuell wieder reduziert. Wie gesagt, checkt mal unten in mein Bestellprofil mit rein. Dann ist ebenfalls ein Top-Produkt, was ich jetzt schon ganz oft aufgebraucht habe, dieses Schaumbad bzw. schäumende Badekristalle abschalten. Es riecht so gut nach Monoi, also nach Frangipani, kann ich euch auch absolut empfehlen. Dann habe ich aufgebraucht bzw. einmal kurz ein bisschen brennen lassen und zwar von Ava & May diese Limited Edition Rhubarb Crumble. Ich liebe ja Rhabarber und auch die ist wirklich toll. Dann habe ich aufgebraucht diesen WC-Reiniger. Den finde ich wirklich gut. Der ist mit Chlor, riecht aber nicht so. Also den finde ich richtig gut. Dann habe ich probiert diese Linsennudeln also diese Linsenpenne von Barilla, haben mir nicht so geschmeckt. Also muss ich sagen, war mir recht im Magen gelegen. Würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hingegen, was ich mir wirklich nachkaufen würde, sind lustigerweise die Spaghetti von Barilla, die Linsen-Spaghetti. Also die fand ich wirklich gut. Und da habe ich Aglio Olio gemacht, haben geschmeckt wie normale, also kann ich euch absolut empfehlen. Dann ist noch ein Duschgel leer gegangen und zwar diese hier. Liebe ich auch, bekommt die aktuell im Euroshop und glaube ich auch im Action. Ich liebe das. Leider ist es so auch nicht mehr im Sortiment, aber der Duft ist ganz toll, so richtig schön frisch. Ganz toll. Dann ist hier ein Duftsprüher leer gegangen. Diese Variante, wie gesagt, kaufe ich mir immer in der Türkei, weil das einfach dort super günstig ist.
Dann habe ich aktuell immer mal ganz gerne auch so Nussmischungen mit auf der Arbeit dabei. Kann ich euch auch empfehlen. Was auch super lecker ist, sind diese Quarkies. Die gab es neulich in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da ist schon die zweite Packung beim Lidl und fand ich beide super gut auf ihre Art und Weise, muss ich sagen. Wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, fand ich Kokos noch ein bisschen besser. Dann, was auch leer gegangen ist, sind diese Tortilla Wraps und zwar Karotte. Die haben mal ganz anders geschmeckt, waren nicht schlecht, aber ich würde sie mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil sie schon sehr speziell vom Geschmack sind, muss ich sagen. Dann habe ich hier diese Chips auf ganz viele Male aufgebraucht. Haben mir nicht so geschmeckt. Also ich muss sagen, mir sind Chips wirklich zu fettig geworden. Haben mir nicht so geschmeckt und nach Parmesan finde ich, haben sie auch nicht geschmeckt, muss ich echt sagen. Dann geht es weiter mit einer Intim-Wasch-Lotion und zwar von Sophie. Bekommt ihr im Netto. War okay, war jetzt aber nichts Besonderes, würde ich nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier von Priva, wie immer, diesen Hygienespüler. Kaufe ich immer, wo ich bin. Meistens eigentlich beim Netto, weil ihr wisst ja, da gehe ich am liebsten einkaufen. Finde ich super gut. Benutze ich bei jeder Wäsche. Dann ist hier noch eine Wiener Melange leer gegangen. Hatte ich auch auf der Arbeit dabei. Wie gesagt, da habe ich leider keinen Kaffeeautomaten und deswegen muss das herhalten. Das will ich noch ändern, weil mir das nicht gefällt. Dann ist wie immer meine allerliebste Zahnpflege leer gegangen und zwar diese Mundspülung von Dentalux. Ihr wisst ja, super günstig beim Lidl. Kaufe ich mir immer wieder nach. Dann ist hier nochmal so ein Riegel leer gegangen. Der hat mir leider nicht so geschmeckt. Ist einer von Netto. Geschmacksrichtung Caramel Cookie Flavor. Ja, wie gesagt, würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Was ich aber schon oft nachgekauft habe, ist diese Handcreme. Und zwar Federleichte Pflegeglück Handcreme von Tragl Moon. Und die riecht auch nach Tiareblüte und Pfirsichduft. Finde ich super gut und habe ich mir auch schon ein paar Mal jetzt nachgekauft. Ebenfalls, was ich mir immer nachkaufe und immer hier habe, ist dieses Deo. Und zwar Fresh Shower von Rexona. Bestes Deo meines Erachtens. Dann ist hier eine Handseife leer gegangen. Und zwar diese hier, die Smaragd von Abbott & Brome. Liebe ich. Ich liebe diesen Duft und habe ich mir auch schon oft nachgekauft. Hier ist noch ein Cappuccino leer gegangen. Hazelnut, wie gesagt, brauche ich immer für die Arbeit. Will ich aber noch ändern. Was ich das letzte Mal mitgenommen habe im Lidl war das. Hier habe ich aber seitdem nicht mehr gesehen und es war so lecker, Leute. Und zwar dieser Eistee von Arizona, Mandarine Orange. Super lecker war der, besser als der normale. Und ja, wenn ihr den irgendwo seht, probiert den mal. Der schmeckt wirklich lecker. Dann sind hier leer gegangen hier diese Duftperlen, wie heißt es? Naja, diese Weichspülerperlen, ihr wisst schon, liebe ich. Und das sind die vom Action, die sind günstig und riechen auch wirklich lange. Dann habe ich mir bei uns im Jacqueline Fabrikverkauf solche Semmeln mitgenommen. Die sind schön klein gewesen, perfekt für einen Schlauchmagen. Also es sind wirklich so kleine Semmeln nur gewesen. Und ja, kann ich euch auch absolut empfehlen. Dann hatte ich hier, oh ja, ganz tolle Spaghetti, die habe ich mir auch bei Lebensmittel-Sonderposten bestellt. Und zwar von Bürgel. Chili Knoblauch, die waren auch super lecker, Leute, kann ich euch auch absolut empfehlen. Die waren wirklich mal einfach was ganz anderes. Was ich mir auch schon wieder nachgekauft habe, sind von Priva diese All-in-One Liquid Geschirrreiniger Tabs, Caps, genau, das sind solche Kissen. Die riechen so toll, also ja, finde ich am allerbesten und kaufe eigentlich nur noch diese hier. Dann habe ich hier eine Probe gehabt, super gut. Habe ich bei Douglas bestellt, aber das mit drinnen und zwar von, also das Good Girl von Carolina Herrera. Das riecht so toll. Muss ich mal in der Türkei schauen, ob ich es bei D&P, also bei diesen Parfüm-Dupes, ob ich vielleicht das hier bekomme, dann würde ich mir das in der größeren Größe mitnehmen, weil ich es wirklich toll fand. Dann ist hier leer gegangen ein Duschgel für Kids und zwar das Pure 97 Kids Löwenstark. Ja, war okay, würde ich mir jetzt aber nicht nochmal kaufen. War halt auf 55 Cent im Teddy reduziert, deswegen habe ich es mitgenommen. Dann sind leer gegangen meine Calcium Soft Chews. Das sind jetzt die von Fit for Me, die habe ich sehr gut vertragen. Ich schaue mal, welche ich nachbestelle. Da bin ich jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich mir die wieder hole oder andere. Wie gesagt, da bin ich gerade noch dabei.
Was auch leer gegangen ist, ist hier diese Handrückenpflegecreme von St. Bernhard. Liebe ich, absolutes Top-Produkt und Empfehlung von mir. Also das müsst ihr echt mal probieren. Macht super schöne weiche Haut und ja, ganz, ganz, ganz toll. Was ich auch liebe, ist hier dieses Duschgel von Pure. Das bekommt ihr im Netto. Mango und Grapefruit. Leute, es riecht so schön frisch in der Früh. Ich liebe es. Dann sind wir da leer gegangen. Hier diese Duftstängchen habe ich mir auch in der Tschechei mitgenommen. Wie gesagt, kaufe ich mir gerne dort, weil es einfach günstig ist. Was auch leer gegangen ist, sind diese Cabanossi-Sticks. Die liebe ich. Die schmecken super lecker. Die kann ich euch empfehlen. Da gibt es diese Variante und noch eine rote. Die rote mag ich noch lieber, aber die sind beide wirklich lecker. Was ich auch aufgebraucht habe, ist diese Haarfarbe. Also ich könnte jetzt schon wieder nachfärben, aber ich fliege jetzt in die Türkei, da lasse ich mir dort die Haare machen. Die bekommt ihr im Action super günstig und die macht so schöne Haare und ist eine ganz tolle Farbe, kann ich euch empfehlen. Genau, das war jetzt die Variante Dark Chocolate Brown. Genau, ja, so sieht es aus, aber wie gesagt, könnte schon wieder nachfärben, aber mache ich jetzt vor dem Urlaub nicht mehr. Zwei Stück habe ich hier aufgebraucht, wie immer, ihr wisst. Dann ist ein Shampoo leer gegangen von Fructis. Auch Fructis-Shampoos liebe ich über alles. Und das war jetzt die Coco Water-Reihe. Absolute Empfehlung von mir. Riecht einfach super toll. Was ich auch echt gut fand, ist diese Zahncreme vom Netto. Und zwar von Diadent. Eine Sensitiv-Zahncreme. Und die habe ich echt gut vertragen. Und ich habe aktuell wirklich empfindliche Zähne. Dann habe ich aufgebraucht. Diese Parfüm-Cards, die hänge ich mir gerne im Schrank. Absolute Empfehlung von mir. Das ist die Duftrichtung Baby Sweet. Liebe ich. Riecht ganz, ganz, ganz toll. Dann habe ich hier von Domestos diesen WC-Hänger noch aufgebraucht. Fand ich auch super toll. Und hat auch das Wasser schön blau gefärbt. Mag ich auch. Dann ist leer gegangen meine Lieblingsspülung von Sien, vom Lidl. Kann ich euch absolut empfehlen. Die habt ihr auch schon ganz oft bei mir gesehen, weil ich die wirklich gerne mag. So, dann ist ein weiteres Duschgel leer gegangen und zwar das hier. Ja, war okay, würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Dann geht es weiter mit. Oh Gott, jetzt muss ich hier mal kurz den ersten Sack zumachen. Der ist jetzt wirklich mehr als voll. Genau, den kann ich dann nämlich gleich rausstellen, weil bei mir natürlich morgen der gelbe Sack geleert wird. Deswegen habe ich euch das Video abgedreht. Jetzt muss ich hier mal schnell eine Nachricht wegmachen. Genau, dann habe ich noch ein Duschgel aufgebraucht. Dieses hier, das habt ihr auch schon so oft bei mir gesehen. Und zwar, das ist von Original Source Zesty Lemon and Tea Tree. Oh, wow. Und gefangen. Boing, boing. Genau, liebe ich über alles. Dann ist hier leer gegangen dieser WC-Reiniger. Den kann ich euch auch absolut empfehlen. Bekommt ihr im Action. Ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Mega günstig und macht ein super Ergebnis. Stinkwarte noch kurz. Du kannst es nicht in die Tüte hinein. Dann habe ich mir bei Lebensmittel-Sonderposten hier diese Tomatensauce bestellt von Barilla. Die wollte ich euch zeigen. Pomodori Datterini. Also eine Tomatensauce mit Datteltomaten. Hat super gut geschmeckt. Deswegen habe ich es euch aufgehoben und wollte es euch nochmal zeigen. Bei Douglas habe ich mir jetzt ganz neu dieses Parfüm bestellt. Wer Monoi Tiare liebt, wird dieses Parfüm lieben. Deswegen wollte ich euch unbedingt zeigen. Das habe ich mir bei Douglas bestellt. Und ja, absolute Empfehlung aktuell von mir. Genau, hier habe ich noch eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege. Ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet. Finde ich auch nicht schlecht. Dann sind hier, ja, die Riegel habe ich euch ja gezeigt. Wie gesagt, kaufe ich hier im Netto immer gerne nach. Dann habe ich hier noch so einen High-Protein-Quark-Riegel mir im Lidl mitgenommen. Die kann ich euch auch absolut empfehlen. Sind wirklich sehr lecker. Dann habe ich hier diesen Riegel noch im Netto mitgenommen. Auch der hat mir gut geschmeckt. In Cookies and Cream. Ja, der war auch nicht verkehrt. Dann habe ich mir im Action diese hier mitgenommen. Die waren auch gut. So Nussriegel kann ich auch absolut empfehlen. Dann ist hier leer gegangen. Beef Jerky, ja, da esse ich immer ein paar Stückchen und teile es mit meinen Katzen, die mögen das nämlich auch. Dann ist hier ein weiterer Riegel leer gegangen und zwar einer vom Rossmann, dieser hier. Salted Toffee Caramel, der war auch nicht schlecht, kann ich euch auch empfehlen. Also, ich habe mich da bei Riegel ein bisschen durchprobiert, wie ihr seht. Dann habe ich hier Protein Delight, ja, der war auch lecker, den habe ich bei Lebensmittel-Sonderposten bestellt.
Dann habe ich mir hier von Isana, also bei Rossmann, dieses Vitamin-Lippenöl-Roll-On bestellt. Ich liebe ja das Lippenöl vom Action und das wollte ich probieren, aber ich muss wirklich sagen, das vom Action ist tausendmal besser. Das ist mir viel zu wenig pflegend. Würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Sieht aber in dem Spender schön aus und für die Handtasche ist es auch gut. Dann haben wir hier nochmal das Good Girl, also das ist die leere Variante. Dann habe ich mir bei Douglas hier so ein Haargummi, so ein Telefonkabel-Haargummi bestellt. Die Marke hat mir jetzt nicht gesagt. Papanga, genau. Ja, wollte ich euch auch empfehlen, war dort im Sale reduziert und ja, fand ich echt nicht schlecht. Dann sind Kaugummis leer gegangen, diese hier von Extra. Diese Variante war okay, das ist die Blueberry-Variante, aber die pinken schmecken tausendmal besser. Dann ist hier leer gegangen von La Roche-Posay, diese Creme. Habe ich mich lange dran aufgehalten, würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen, weil ich nicht so zufrieden war. Dann habe ich hier bei Lebensmittel-Sonderposten von Leyenberger diese High-Protein-Cracker im Barbecue bestellt. Super lecker, absolute Empfehlung von mir. Jeder, der einen Schlauchmagen hat, sollte die mal probieren, weil die sind wirklich lecker gewesen. Dann, was haben wir hier? Genau, das sind von Priva, so feuchte Allzwecktücher leer gegangen in Maiglöckchenduft. Fand ich auch super gut. Würde ich auch nochmal nachkaufen, weil ich es wirklich gut fand. Genau, deswegen wollte ich es euch auch empfehlen. Und ja, das war's gewesen, meine Lieben. Nee, stimmt gar nicht. Ich lüge, ich habe hier noch drei Teile. Eins ist abgestürzt. Hier ist mein Lieblingsnagellack leer gegangen und zwar dieser hier. Den habe ich mir jetzt auf die Fußnägel passend zu meinen Fingernägeln lackiert. Das ist einer von Misslin und wie heißt die Farbe? Ich glaube, das kann man nicht mehr lesen. Irgendwas mit Amerald? Kann ich leider nicht mehr lesen, aber die Farbe ist super toll. Also die halten auch super lang. Die nehme ich am liebsten für den Urlaub. Ich muss mir den unbedingt nachkaufen, aber der ist jetzt wirklich am Ende. Genau, und hier habe ich noch zwei Produkte, die brauche ich morgen auf. Die sind fast leer, deswegen habe ich es jetzt hier mit reingenommen. Einmal Fructis Schadenlöscher-Shampoo. Ich liebe den Fructis-Duft, also kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, das mache ich morgen noch leer. Und hier habe ich von Palmolive ein Duschgel und das liebe ich auch. Und zwar, das ist diese Variante. Das riecht so gut nach frisch gewaschener Wäsche. Jetzt fällt es gleich um. Genau, kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Ganz tolles Produkt. Meine Lieben, das war es gewesen. Ich bin durch. Ich hoffe, es waren für euch ein paar interessante Reviews dabei. Und ja, über ein Däumchen nach oben würde ich mich freuen, wenn ihr Bock auf Avon-Bestellungen habt. Schaut doch in die Infobox, da ist mein Shop verlinkt. Und ansonsten haut doch mal raus. Fahrt ihr auch noch in Urlaub oder wart ihr schon in Urlaub? Wenn ja, wo wart ihr? Würde mich mal interessieren. Ich fliege jetzt wie immer nach Alanya. Könnt ihr euch auf Videos freuen? Ich werde viel shoppen. Ja. Genau, also da könnt ihr euch drauf freuen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao.